kurzes Fazit. Alter Schwede. Sie läuft, sie läuft, sie läuft. Ja. Ich war dann auch gerade mal im Haus bei meinen Nachbarn. Die haben gar nichts mitgekriegt. Die hören eher, wenn hier irgendwas umkippt. Mir ist gestern zum Beispiel irgendwie ein Brett umgefallen. Ja, das haben sie mitgekriegt. Aber dass ich heute den ganzen Tag gefräst habe, das haben die gar nicht mitgekriegt. Also alles richtig gemacht. Ausbeute für heute ist, ja, 3 komplette Bauten habe ich fertig. Einen habe ich leider versemmelt. Aber das war ja eigentlich auch klar, aus dem einfachen Grunde, das war meine Testplatte. Ja? Da sind also mehrere Rauten drin, mal von hinten, mal von vorn. Gut, kann ich mit leben. Ja, also wie gesagt, sie läuft, sie läuft, sie läuft. Der nächste Schritt wird dann jetzt sein, ja, Umhausung. Dass ich die Umhausung drum kriege, die Maschine muss noch versetzt werden. Die steht noch nicht da, wo sie hin soll. Die muss also noch einmal komplett da in die Ecke. Dann kommt die Umhausung drum. Weil selbst wenn meine Nachbarn unten und links und rechts nichts mitkriegen, ja, hier ist schon ziemlich laut. Ja. Das ist das nächste, was ich machen werde. Also die Umhausung rum. Zwischendurch mal ein bisschen Aufträge abarbeiten. Die warten jetzt lange genug. Gott sei Dank haben die Leute Geduld. Toi, toi, toi. Ja, und dann, ja, muss ich mich darum kümmern. Wie kriege ich was vorbereitet und das dann in Macht rein. Also ich habe dann heute mal versucht, ich habe ja hier überall diese roten Dinger da dran, um die Platten zu klemmen. Ich würde mir gerne so Exzentro-Dinger machen, um die Platten zu klemmen. Weil ich gehe mal davon aus, dass ich nicht immer das hundertprozentige Maß kriege, wenn ich im Baumarkt was bestelle. Und dann kann ich die Winzen noch ein bisschen nachstellen. Allerdings, ich arbeite jetzt schon eine ganze Zeit lang mit Fusion 360. Und alles, was ich mit dem 3D-Drucker mache, da gibt es allerdings eine Funktion ausgeben für den 3D-Drucker. Ich weiß noch nicht, wie ich meine da konstruierten Sachen abgespeichert bekomme, dass ich die in Mach 3 nutzen kann. Also das ist schon wieder eine sehr komplexe Sache. Da werde ich wohl die nächsten 100.000 YouTube-Videos gucken müssen. Aber wichtig ist erstmal, sie läuft. Gott sei Dank. Ziemlich genau ein Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wann habe ich das Zeug bestellt. Müsste ich mal nachgucken. Aber ich habe in der ersten Januarwoche habe ich angefangen, alles zu bestellen für die Fräse. Ich glaube, es war auch die erste Januarwoche, also das Material bei Hornbach, nenne es nicht Projekt, wenn es von Hornbach ist, bestellt. Ziemlich genau ein Jahr. Herzlichen Glückwunsch, Katastrophe, kann ich ja nur sagen. Du machst deinen Namen alle Ehre. Ach, übrigens, da fällt mir noch gerade ein, so ganz richtig läuft sie noch nicht, weil, da, das Blöde an Fernbedienungen ist, wenn kein Kabel dran ist, weiß man nie, wo sie ist. Also Laufverkürzel, ja, allererste Sahne. Jetzt kommt da allerdings das Problem
mit Referenzwart. Und da macht sie ganz komische Sachen. Weil wenn ich mich jetzt auf Referenzwart gehe, ich mach's einfach mal. Zack. Ich fahre sie extra mal alle ein bisschen weg. Ein bisschen vorne. Und ein bisschen unten. So. Normalerweise geht ja jetzt Z-Achse hoch, X-Achse und dann die Y-Achse. Aber Achtung! Perfekt! 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 Und dann geht die Y-Achse nochmal. Was soll das? Ich konnte es einfach nicht finden. Urplötzlich machte die das. Gut. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ich kann auch so damit arbeiten. Ich habe mir damit geholfen, dass ich alle Endschalter ganz kurz freigefahren bin. Den muss ich also so auf Materialoberseite und dann habe ich alles auf 0 gestellt und gut ist. Aber da haben wir es wieder. Ne? Darum heißt es Katastrophe. Ein Schritt nach vorne, zwei Schritte zurück. Aber wichtig ist jetzt erstmal, sie läuft, sie läuft, sie läuft, sie läuft. Ja, eigentlich müsste man Typen wie mir verbieten, sowas zu bauen. Jetzt habe ich schon die ersten Sachen gefräst. Funktioniert auch alles super. Ich komme immer besser zurecht mit allen Sachen. Und dann sehe ich dann heute was. Da kann man nur fragen, was hat der Künstler sich dabei gedacht? So, ich habe dann gestern gefräst und gefräst und gefräst. Und habe dann nochmal versucht, die so an die Grenzen zu bringen. Und habe mich dann irgendwann mal gewundert, alter Schwede, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann stehe ich hier so daneben und gucke mir die Z-Achse an. Und was sehe ich da? Die Platte liegt gar nicht auf den Wagen an. Da oben läuft die Kugelumlaufspindel. Ich kann sie da sehen. Durch die Wagen. Ich habe ja gerade mal gemessen, da ist 3 mm Luft. Und ich frage mich echt, warum mir das jetzt erst auffällt und warum ich das gemacht habe. Alter Schwede, also da gehe ich kaputt dran. Jetzt kann ich die ganze Z-Achse nochmal neu machen. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich wirklich nur die 3 mm unterfütter.
Habe ich wohl vergessen, Stege zu setzen. Aber die gute Nachricht ist, kein Fräser abgebrochen. Ha, ausnahmsweise mal nicht. Das war der Satz mit X. Ich mache mir ernsthaft Sorgen über die Temperatur bei meinen Motoren, bei meinen Schrittmotoren. Also Z geht ja noch mit 35 Grad, da kann ich gut mit leben. Aber 65 Grad und 69 Grad, tja, da muss ich wohl mal über eine Kühlung nachdenken. Ich weiß noch nicht, ob in Form von einem Ventilator, von einem Lüfter oder vielleicht mit in die Wasserkühlung, weil meine Spindeltemperatur, die geht überhaupt nicht nach oben. Die hält schön konstant ihre Temperatur. Da tut sich gar nichts. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da Wasser rumlaufen zu lassen. Mein Problem ist allerdings der von der X-Achse, weil der ist so fest in dem Portal drin, da kriege ich nicht viel Schlauch drum rum. Ich habe jetzt außen ein bisschen rumgewickelt, der geht da hinten rein, der geht da rein, schlängelt sich da hinten nochmal rum. Also da wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als den etwas größer auszuschneiden. Passt mir gar nicht, aber da muss ich was dran tun. Ja, was mir dann beim Fräsen noch aufgefallen ist, also die Spindel, die kriegt überhaupt keine Temperatur. Die läuft die ganze Zeit mit 24.000 Touren durch. Da tut sich gar nichts. Die wird noch nicht mal lauwarm. Die ist eiskalt. Also ich habe da oben, ne, Kühlsektion und mit Vorlauf, Rücklauf, Vorrat und Spindel, diese vier Teile werden ja Temperatur überwacht und die haben alle während des Fräsens komplett Raumtemperatur. Da steigt nichts an, nicht mal um einen Grad, da passiert gar nichts. Also brauche ich mir um Kühlung schon mal keine Sorgen zu machen, das läuft. Wenn ich jetzt da oben das Ding nochmal neu machen sollte, aus optischen Gründen, dann werde ich auch den großen Radiator einbauen, aber nötig ist es nicht. Was mir viel mehr Sorgen macht, sind die Schrittmotoren der X- und Y-Achse. Also insbesondere der von der X-Achse, hier oben der, der ist ja in der Wange drin. Der kriegt also weit über 50 Grad an Temperatur. Und das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Der hier muss kaum arbeiten, der fährt immer nur kurz hoch, kurz runter. Das passt, aber die anderen zwei, die müssen schon richtig ackern. Der von der Y-Achse hängt hinten frei und hat trotzdem ordentlich Temperatur. Ich werde wohl nicht drum herum kommen, mir da noch was einfallen zu lassen. Sprich, bei dem Schrittmotor in der X-Achse, da werde ich wohl das Portal noch ein bisschen größer ausarbeiten müssen. Und dann werden beide Schrittmotoren noch einen Lüfter kriegen. Ich weiß nicht, wie viel Temperatur die vertragen. Ich habe jetzt auch nicht so lange gefräst, dass ich sage, da ist die Maximaltemperatur. Also so eine Raute, kann ich euch sagen, da habe ich früher mit der Dekupiersäge, also mit Pausen, na gut 6 Stunden dran gearbeitet.
Ja, und meine Katastrophe macht das Ganze dann in 15 Minuten. Alle 15 Minuten fällt dann eine Raute hier runter und das Schöne ist, ich brauche nicht viel nachzuarbeiten. Da muss ich auch Danke sagen an die kleinen Chinetzen. Danke, danke, danke. Ich kenne es doch von früher. Ich hatte sowas schon mal. Ich bin ja jahrelang in der Kunststoffbranche bin ich ja tätig gewesen und da gab es ein Entgratungswerkzeug. Das habe ich mir dann jetzt bei den Chinetzen mal wieder neu bestellt für den 3D-Drucker. Weil da gibt es immer so eine kleine Kante oder so, die man wegmachen muss. Und zwar so ein Teil hier. Ich versuch's mal. Ja, da ist so ein krummes Messer drin. Das Ganze ist an der Kugel gelagert. Und dann kann ich jetzt hier diesen Grat einfach so wegmachen. Ohne viel nacharbeiten. Fertig. Ich denke mal, das Ganze ist auch noch geschuldet, weil ich müsste eigentlich die Grundplatte einmal komplett abrichten. Vielleicht werde ich irgendwann mal an meine Grenze stoßen und sagen, ja, jetzt ist es aber Zeit, jetzt musste da wirklich mal planen. Ich möchte ja auch gerne noch, ich habe ja hier noch so, ja, so Spezialmuffen. Ja, die möchte ich ja gerne auch noch hier in den Tisch haben, oder das war eigentlich der Plan, die so in den Tisch zu kriegen. Also im Moment sehe ich da noch keinen großen Sinn drin, weil zurzeit muss ich nur Plattenmaterial bearbeiten. Und das kriege ich also so, wie es jetzt ist, eigentlich super hin. Und da muss ich, wenn ich noch irgendwelche Löcher da reinmache, nur um diesen Muffen reinzukriegen, dann muss ich mir ja auch noch Klammern machen und ach, hör auf. Irgendwann vielleicht mal, vielleicht versuche ich auch irgendwann mal ein bisschen Alu zu bearbeiten. Aber Hauptaufgabe wird erstmal sein, MDF, Sperrholz, Multiplex. Oh, Multiplex, Multiplex, ja, da freue ich mich schon drauf. Also Multiplex, da werde ich als nächstes mal irgendwie was Kleines machen, um zu gucken, wie schnell die ist. Also ich habe sie jetzt bis bei MDF, wohlgemerkt bei MDF, mit einem 5mm und mit einem 3mm Fräser ans Maximum gebracht. Das Maximale, was die Maschine schaffen kann, an Geschwindigkeit, habe ich ausprobiert. Und ja, also MDF funktioniert. Das geht so sauschnell, das ist, ja, hätte ich am Anfang nicht mit gerechnet. Alles in allem, jetzt wo alles läuft, kann ich wieder ruhig schlafen, bin ich entspannt, freue mich auf zukünftige Projekte und wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Klar, viel lernen muss ich noch. Ich habe mit der Materie ja eigentlich mein ganzes Leben noch nichts zu tun gehabt. Irgendwann muss es mal soweit sein. Jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich durch. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, und da haben wir es wieder. Der Treiber für den Schrittmotor ist da. Aber einen Schritt nach vorne und mindestens einen Schritt zurück. Was muss ich dann gerade feststellen? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Tja. Da ist doch das 3D-Druckteil gerissen. Was passiert?
So kann ich nicht fräsen. Jetzt wollte ich gerade meine erste Testfräsung machen, aber so bringt das gar nichts. Mann, ich könnte kotzen. Ich könnte echt kotzen. Kann ich einmal im Leben was vernünftig laufen? Ja, als wenn ich es geahnt hätte. Ich habe eigentlich nur Sekundenkleber im Hause. Aber ich war dann heute im Baumarkt, um noch die letzten Teile zu holen für die kleine Fräse. Unter anderem habe ich auch noch so ein Problem mit meinem 3D-Drucker gehabt. Und da brauchte ich einen Kleber, ja, für Glas und Aluminium. Und da habe ich mir mal so einen Zwei-Komponenten-Kleber geholt. Ob der was taugt, ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt einfach mal. Jetzt warten wir mal ein Viertelstündchen und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja dann heute doch noch mal was. Aber es geht kein Weg dran vorbei. Entweder ich druck das Teil nochmal neu. Ich weiß auch, wann das passiert ist. Unter normalen Voraussetzungen passiert sowas nämlich nicht. Aber ich weiß, wann es passiert ist. Als ich diesen Crash hier hatte. Ja. Ja, schauen wir mal, wie es abgeht. Ich habe gerade mal bei eBay geguckt. Diese aus Alu. Werde ich mir eine bestellen. Allerdings, ihr wisst ja, ne? Der Chinamann, der macht ganz kleine Schritte. Ja, da kann ich nur Danke sagen fürs Zuschauen. Ja, das Projekt CNC-Fräse geht natürlich noch weiter, weil Umhausung, da kommt natürlich auch noch was. Also werden wir noch Teil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 haben. Irgend sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir jetzt mittlerweile sind. Und dann werden wir mal schauen, was wir denn so projektmäßig noch so machen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und in diesem Sinne, Prostata. Achso, übrigens, ne? Kein Alkohol an Maschine, aber ich habe jetzt Feierabend und deswegen darf ich mir die gönnen. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück. Ja, kleiner Nachtrag noch. Ich sitze gerade hier und schneide dieses Video. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst oder auch vielleicht mal ein Like da lasst. Daumen hoch oder Daumen runter. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Wenn ihr es dann auch noch kommentiert, warum, Daumen runter oder Daumen hoch. Natürlich würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr mal ein paar Kumpels habt, wo ihr sagt, hör mal, der Typ, hör, guck dir die Videos aber an. Wenn die dann auch noch vorbeikommen und sich das anschauen und auch noch ein Abo dalassen und auch noch die Glocke aktivieren, damit die beim nächsten Video wissen, aha, der Typ, der hat schon wieder einen hochgeladen. Ja, der lässt schon wieder einen los hier. Das nächste Video wird übrigens sein, über all meine technischen Geräte hier, ob es jetzt der 3D-Drucker ist, ob es der Folienplotter ist, die CNC-Maschine in groß, da kommt ja noch die CNC-Maschine in klein, wo ich mir noch nicht ganz drüber im Klaren bin, mache ich die jetzt auch als Fräse oder vielleicht sogar als Laser zum Schneiden, zum Gravieren. Da bin ich also noch ein bisschen entschlossen. Aber das wird so das nächste sein, was ihr zu sehen bekommt. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, sage Tschüssi und bye bye. Tschüss, euer Bernie.